wollte Sie darüber informieren, dass die Botschaft der Türkei im Zusammenhang mit der ZDF-Sendung Neo Magazin Royal eine Verbalnote an das Auswärtige Amt gerichtet hat. Das ist ein förmliches Verlangen der türkischen Seite nach Strafverfolgung im Zusammenhang mit Äußerungen, die in dieser Sendung gemacht wurden. Der Inhalt dieser Verbalnote und das weitere Vorgehen werden jetzt von der Bundesregierung sorgfältig geprüft. Das wird ein paar Tage dauern, nicht Wochen, aber doch ein paar Tage, denn mit den rechtlichen Fragen, die jetzt zu prüfen sind, waren wir in den letzten Jahren nicht befasst. Ich kann und will dem Ergebnis dieser Prüfung nicht vorgreifen, aber wir werden Sie selbstverständlich informieren, sobald die Prüfung abgeschlossen ist. Lassen Sie mich diesen Sachverhalt zum Anlass nehmen, um noch einmal unmissverständlich deutlich zu machen. Artikel 5 unseres Grundgesetzes, die Freiheit der Meinung, der Kunst und der Wissenschaft, ist für die Bundeskanzlerin selbstverständlich höchstes Gut und weder nach innen noch nach außen verhandelbar. Und das gilt unabhängig davon, ob sie persönlich etwas für geschmackvoll oder geschmacklos, für gelungen oder für abstoßend hält. Artikel 5, die Freiheit der Meinung, ist höchstes Gut auch im Blick auf die Extra-3-Sendung, die hier Thema war, und natürlich auf den jetzt kontrovers diskutierten Text von Herrn Böhmermann, den er selbst als eine bewusste Überschreitung von Grenzen eingeleitet hat. Das und nichts anderes wollte die Bundeskanzlerin mit der Formulierung, der Text sei bewusst verletzend, deutlich machen. Ich sage das heute für die Bundeskanzlerin noch einmal, um dem entstandenen Eindruck entgegenzuwirken, die Freiheit der Meinung, der Kunst und der Wissenschaft habe für die Bundeskanzlerin nicht mehr den notwendig hohen Stellenwert, nur weil sie gemeinsam mit anderen Europäern die Flüchtlingsfrage partnerschaftlich mit der Türkei lösen will. Die Lösung der Flüchtlingsfrage ist im gemeinsamen Interesse Deutschlands, der Europäischen Union und der Türkei. Die Grundwerte des Grundgesetzes sind unverhandelbar, unabhängig davon, ob Deutschland mit anderen daran arbeitet, eine gemeinsame politische Herausforderung zu bewältigen. Diese Haltung der Bundeskanzlerin wollte ich Ihnen noch einmal deutlich machen. Herr Seibert, die türkische Regierung hatte ja schon vor dem Telefonat mit Herrn Davutoglu auf diplomatischen Kanälen wissen lassen, dass sie möglicherweise ein solches Strafverlangen stellen könnte. War es nicht eigentlich Ihre Hoffnung, die Hoffnung der Bundeskanzlerin, durch das Telefonat mit Herrn Davutoglu und durch die Öffentlichmachung dieses Telefonats durch Sie am vergangenen Montag, ein solches Strafverlangen abzuwenden? Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass das Telefonat ein länger verabredetes Telefonat war, das ganz wesentlich der gemeinsamen Umsetzung des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens diente. Und dies war auch das beherrschende Thema des Telefonats. In der Tat wurde das Thema des Böhmermann-Textes dann auch angesprochen. Ich kann für die Bundeskanzlerin nur sagen, dass sie sich mit diesen Gedanken, die Sie jetzt nennen, vorher nicht befasst hatte. Herr Seibert, hat die Bundesregierung eigentlich schon das entsprechende Ersuchen der Staatsanwaltschaft, ich glaube Mainz ist das, zur möglichen Eröffnung eines Verfahrens erhalten? Wann rechnet die Bundesregierung mit dem Eintreffen des Schreibens? Und die zweite Frage, beabsichtigt die Bundeskanzlerin jetzt, sich für das jüngste Gedicht von Herrn Hallervorden bei Herrn Erdogan zu entschuldigen, wenn Herr Hallervorden sagt, ein Terrorist, Herr Erdogan sei, Zitat, ein Terrorist, der auf freien Geist schießt. Ist das nicht auch ein Fall für eine notwendige Entschuldigung der Kanzlerin? Sie sprechen von einer notwendigen Entschuldigung. Es sei auch ein Fall, da möchte ich Sie darauf hinweisen, dass es eine solche Entschuldigung nicht gibt. Und zu dem ersten Teil der Frage, glaube ich, sollte der Kollege aus dem Justizministerium sprechen. Ja, danke. Ich kann ganz kurz nur sagen, ein Bericht, den Sie ansprechen, der Staatsanwaltschaft Mainz, liegt noch nicht vor, ist noch nicht eingegangen. Der wird auf dem Dienstweg verschickt und das kann deshalb noch ein paar Tage dauern. Darf ich noch eine Ergänzung? Wenn Sie es jetzt keine Entschuldigung nennen wollen, dann frage ich auch nicht nach einer Entschuldigung. Hat die Bundeskanzlerin eine künstlerische und politische Meinung zu der Aussage von Herrn Hallervorden, Herr Erdogan sei ein Terrorist, was ja bedeuten würde, dass die Bundeskanzlerin mit einem Terroristen verhandelt? Tut die Bundeskanzlerin das?
Da mir die Aussagen von Herrn Hallervorden nicht vorliegen und werde ich sie für die Bundesregierung auch nicht kommentieren. Im Übrigen kann ich auf das verweisen, was ich hier hoffentlich sehr deutlich gesagt habe, dass Artikel 5 unseres Grundgesetzes, die Freiheit der Meinungsäußerung, der Kunst und der Wissenschaft für die Bundeskanzlerin allerhöchstes Gut ist. Ja, es hatte die Frage nach einem Direktkontakt, einem möglichen zwischen Herrn Böhmermann und dem Chef des Bundeskanzleramtes gegeben. Da haben mich die freundlichen Kollegen daran erinnert, dass Minister Altmaier am Samstag in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Gruppe dazu Folgendes gesagt hat. Herr Böhmermann hat mir eine Direktmail übermittelt, die er selbst als privat und nicht öffentlich eingestuft hat. Ich bitte daher um Verständnis, dass ich die Berichte meinerseits nicht kommentiere, und dem habe ich auch nichts hinzuzufügen.